Also, wir spielen jetzt in treuen Glauben eine Epi-Mission. Wir haben ja jetzt in den letzten Missionen quasi die zwei Stücke gefunden. Jetzt müssen wir natürlich wieder zu Epi gehen. Das Öffnen des Grabes hatte etwas auferweckt. Jene, die das Flüstern der Götter über den Wind gehört hatten, trieb es zur großen Inspiration oder in den Wahnsinn. Also wahrscheinlich öffnen wir jetzt dadurch das Grab. Das waren jetzt wahrscheinlich die letzten Stücke. Ich weiß es nicht. Wir werden das jetzt genau sehen. So. Ja, so erläutert haben sie es jetzt nicht, dass jetzt die letzten Stücke wären. Wir machen schon mal hier die Fackel. Warum ist die nicht angegangen? Jetzt. Denn wir brauchen die hier an dieser Stelle. Denn hier ist wirklich scheiße dunkel. Und ich erkenne leider da an meinem Monitor gar nichts dann. So, los geht's, weiter geht's. Und ich bin gespannt, was da auf uns lauert, was wir da jetzt rausholen werden mit diesen antiken Stelen. Müsste jetzt das wahrscheinlich komplett entziffern können. Ich habe die letzten Stelenteile und außerdem alle Teile der Rüstung. Ich kann kaum an mich halten. Dies ist ein bedeutendes Ereignis. Urgötter, würdig, innere Vision. Was kann das alles bedeuten? Das werden wir wissen, sobald du mit der Übersetzung fertig bist. Ja, du hast recht. Die Stele muss zusammengesetzt werden. Komm! Dies ist der Höhepunkt einer großen Entdeckung. Werden die Götter zu uns sprechen? Was werde ich sagen? Was werden sie sagen? Ist das überhaupt wichtig? Vielleicht, wenn du vorliest. Ja, ja. Nur jene, die eine innere Vision besitzen, ein Geschenk der Urgötter, werden würdig sein, die Kraft des großen Dipsi-I zu führen. Dipsi-I? Was soll das bedeuten? Das ist unglaublich. Ich verstehe nicht. Es scheint sich nichts getan zu haben. Der Ort ist noch derselbe wie zuvor. Sieh dich um. Ich sehe nichts. Was siehst du? Ich habe was im Auge, ich könnte natürlich ein bisschen lügen oder die Geschichte sind wahr. Es ist dir nicht bestimmt. Ich sage einfach mal das Zweite. Der Raum ist lebendig. Die Götter, sie sprechen zu uns. Wie kann das sein? Warum sehe ich es nicht? Warum sollten sich die Götter mir nicht zeigen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ist es, weil ich unwürdig bin? Hast du eine innere Vision? Das ist gemein. Epi, du hast das Grab. Es werden weitere Entdeckungen folgen. Genug. Lass mich. Könntest du bitte gehen? Ich verstehe es nicht. Okay, das war die Quest im treuen Glauben, aber ja,